Oh, was war denn da im März bei dir los? Anfang März dieses Jahr. Hm? Dann heißt das eigentlich, dass dieses Thema noch nicht komplett beendet ist. Da kommt noch mal was. Hey. Bitch. Das letzte Video, das ich gemacht habe, habe ich so Spaß gehabt. So Spaß. Und anscheinend habt ihr auch ganz viel Spaß gehabt. Und ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich ein zweites Video dazu machen sollte, weil es gibt noch ganz, ganz viele Fragen, die unbeantwortet geblieben sind. Ihr fragt euch, Bitch, wieso machst du ein genau gleiches Video? In dieses Video werde ich die Hellseherin oder der Hellseher die Fragen stellen, die ihr wissen möchtet. Bitch. Caressi. Jason schreibt, frag sie mal, warum Mama noch nicht 1 Million Followers erreicht hat. Yes. Beste Frage, Eva. Evma schreibt, ob du Kinder bekommen wirst. Diese Frage ist beste Frage, weil Mama ist steril wie eine Operationssaal im Spital. Hello, darkness, my old friend. Mama hat Schnippschnapp Penis abgemacht und jetzt Schnippschnapp Vagina ist da, aber Schnippschnapp Sterilität ist am Randalieren, okay? Jana schreibt, wie sind Sie zu Ihrem Job gekommen? So, Zahle, fangen wir mal an. Ich versuche jetzt eine kostenlose Astromüll zu finden, weil ich habe keine Lust, 1,50 Franken der Minute zu bezahlen. Mama ist pleite und Mama versucht irgendwann ein Herrenhaus zu kaufen. Wenn es so weitergeht, vielleicht in 3577 Jahren das erreichen. Astrozeit 24. Immer an meiner Seite. Bitch. Dieser Anruf ist für Sie gebührenfrei. Herzlich willkommen bei Astrozeit 24 und auf Ihrer Gratisline. Mein Name ist Christina. Wie darf ich Sie ansprechen? Haben Sie sich schon für eine Beraterin entschieden, Raffaele? Nein. Okay, geht es mehr um Liebe oder mehr um Finanzen? Liebe. Okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Sie legen jetzt bitte auf. Ich suche Ihnen eine hellsichtige Kartenlegerin raus. Ja. Und werde Sie dann zurückrufen. Im Moment haben wir ein recht hohes Anrufaufkommen. Ja. Kann ein halbes Stündchen dauern, aber ich beeile mich. Okay, perfekt, super. Ich warte dann. Alles klar. Danke sehr. Bis gleich. Danke. Eine Viertelstunde ist schon vergangen und es passiert einfach nichts. Meine Zeit ist wertvoll. Was sind Sie am Machen mit meinen Daten? Sind Sie die FBI? Möchten Sie meine Karriere enden? Wie Jeffrey die Karriere von Laura und Manny MUA? The Shade! Ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Warterei. No, ma'am, ich bin eine Queen, ich warte nicht auf Leute. Oh mein Gott, endlich! Ja, Raffaela? Ich werde Sie verbinden mit unserer Abella. Abella ist eine hellsichtige Kartenlegerin. Ja. Eine ganz, ganz tolle. Ich werde Sie verbinden. 10 Minuten dauert das Gespräch. Ja. Danach bitte nicht auflegen, weil meine Kollegin oder ich nochmal kommen, um zu wissen, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat. Okay, perfekt. Blendend. Ja? Blendend. Alles klar. Jetzt geht's nochmal kurz in die Musik und dann geht's los. Kleine perfekt. Sekunde, danke. Bitte. Mit den besten Hellsehern. Hallo, hier ist Abella. Hallo, hier ist Raffaela. Ich habe jetzt seit 4 Jahren keine Beziehung mehr gehabt und ich wollte fragen, ob Sie mir vielleicht helfen könnten und sagen können, ob ich überhaupt einen Partner wieder haben werde. Mhm. Und vielleicht wie lange das dauern wird, bis jemand kommt. Ja, das ist eine schöne, konkrete Frage. Ja, das freut mich. Bitte? Das freut mich. Ich habe auch schon direkt angefangen, die Karten zu mischen. Ja. Eine Frage wollen wir du sagen zueinander? Ah, perfekt. Du ist super. Dankeschön. Gut, meine Liebe. Also, ich mische schon die Karten. Ich würde dich um deine Mithilfe bitten. Ja. Nämlich in der Form, dass du dich bitte auf das, was du wissen möchtest, einmal konzentrierst. Ja.
Und dass du mir bitte dann Stopp sagst, einfach wenn du ein Bauchgefühl hast. Okay. Jetzt. Okay, wunderbar. So, dann schauen wir mal. Ui, okay. Oh. Oh, was war denn da im März bei dir los? Dieses Jahr, nicht letztes Jahr, dieses Jahr. Dieses Jahr im März? Anfang März dieses Jahr. Mhm. Was los war? Ich sag dir gleich, genau damit du weißt, worauf ich hinaus will. Sekunde, ich leg nur mal eben zu Ende. So, die Karten liegen. Eine Sekunde. Ich verschaffe mir nur gerade eben einen Gesamteindruck. Ja. Ja, kann aber auch so losgehen. Ja. Also, die ersten drei Karten, das sind, die gehören so als Dreierpaket zusammen. Und die beschreiben so das, worum es geht, der Trend, die Tendenz. Ja. Ja? Die erste Karte ist das Haus, das Zuhause, das Nest. Die wird aber auch oft so ein bisschen fehlgedeutet. Denn in Beziehungsdingen bedeutet diese Karte eigentlich Stabilität, aber auch Stillstand, weil so ein Haus ist ja sehr unbeweglich. Ja. Das heißt, das steht eigentlich auch für den Umstand, dass sich da bei dir in der letzten Zeit nicht viel tut. Stimmt, absolut. Die dritte Karte, die da so zugehört, ja, zu diesen dreien, das ist der Mond. Und der Mond ist eine der drei stärksten Karten, die es gibt. Aha. Und du kennst das selber, der Mond bestimmt die Gezeiten Ebbe und Flut. Viele Leute schlafen bei Vollmond schlecht. Ja. Manche werden aggressiv bei Neumond etc. pp. Mhm. Muss ich gar nicht alles aufzählen. Ja. Hier steht der Mond aber für alles hochwertig Emotionale. Mhm. Ja? Also ganz qualitative Gefühle, aber allesamt in die emotionale Richtung gehend. In die melancholische Richtung. Nah am Wasser gebaut, schnell reizbar, empfindlich, dünnhäutig. Also alles so, was die Psyche, die Nerven, dieses Sensitive angeht. Also sehr feine Gefühle. Ja, absolut. Ja? Deswegen würde ich da im Moment auch ein bisschen noch die Bremse ruhig angehalten haben. Ja. Ja? Okay. Weil auf der unumstößlichen Position, also auf der Position, die für das steht, was du gar nicht beeinflussen kannst, weder im Guten noch im Bösen, da liegt das Buch mit 7 Siegeln. Und das heißt, die Sache ist noch nicht spruchreif. Das heißt, hier liegt eine kleine Bremse. Das heißt nicht, dass du überhaupt keinen Partner findest, aber innerhalb diesen Jahres wird das schwierig werden. Ja. Und da würde ich dir auch einen vormachen, wenn ich jetzt dir ja da irgendwie sagen würde, ja, in 2 Wochen, da wirst du jemanden kennenlernen oder so. Das liegt hier nicht. Ja, ja. Auf der Position, die für das steht, was entweder eine Sicherheit sein wird oder mit Sicherheit sein wird, da liegst du selber. Das heißt, es steht und fällt damit, wie du die Weichen stellst. Das heißt, es kommt keiner an die Türe und sagt, so mach mal die Türe auf, ich ja. bin dein Glück. Ja. Ich stehe hier und warte auf dich. Das heißt, du musst auch ein bisschen aktiv werden in die Richtung. Ja. Und direkt über dir, direkt auf der nächsten Position, also auf der Position, die für das steht, was dich deckt, da liegt die Füchsin. Und das finde ich sehr spannend, denn die spricht in dem Falle für dich. Mhm. Und die sagt, bleibe flirty, bleibe charming, aber verhalte dich ein bisschen flüchtig. Lass dich nicht sofort vereinnahmen, lass dich nicht sofort packen. Ja. Und jetzt komme ich auf die März-Geschichte zu sprechen. Aha. Weil das finde ich in dem Zusammenhang sehr, sehr spannend, denn hast du, also du musst Anfang März, muss da jemand gewesen sein,
der wirklich, wie man so schön sagt, glänzende Äuglein bekommen hat, wenn er dich gesehen hat. Absolut. Also, ich bin sprachlos, weil dieses Jahr, ich habe wirklich nur einen Mensch kennengelernt und das ist im März. Es war vom März bis April. Mhm. Und ja, und diese Person war in mich verliebt. Ja. Ich falle am Boden. Oh mein Gott. Ja. Deswegen, das heißt jetzt nicht, ich bin hier das Megatalent, weil ich ausgerechnet auch noch die richtige Zeit gefunden habe. Um Gottes Willen, nein. Das hat auch was mit dir zu tun, weil du hast Stopp gesagt. Absolut. Daraufhin habe ich die Karten ausgelegt. Entweder haben wir beide eine gute Verbindung miteinander oder das ist halt so, weil wenn die Karten mir das so deutlich skizzieren und dann auch noch mit Zeitangabe, dann heißt das eigentlich, dass dieses Thema noch nicht komplett beendet ist. Da kommt noch mal was. Wenn du das für dich aber komplett abgeschlossen hast und dieser Mann versucht noch mal Kontakt zu dir herzustellen, auf irgendeine Weise deine Aufmerksamkeit zu bekommen, aha, und du sagst, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann bitte, bitte, bitte halte ihm sofort und auch ruhig deutlich ein Stoppschild vor die Nase. Ja. Weil oben im Ausgang, da liegt jemand. Ja. Aber der liegt auch sehr charmant. Also jemand, der eine gewisse Macht ausstrahlt, jemand, der eine gewisse Stärke ausstrahlt, auch einen gewissen Besitz ausstrahlt. Muss jetzt kein materieller sein, kann auch emotionaler Besitz sein, aber es ist definitiv ein Alpha-Tierchen. Also ein bisschen macho, aber nicht Arschloch, sondern jemand, der halt schon weiß, wie das Zepter zu halten ist. Ja, ne? Das ist auch das, was ich bräuchte. Und, ja, Moment, aber der liegt zwar hier sehr bezaubernd beschrieben, aber der versucht auch bei irgendwas dir den Rücken zu stärken, aber du traust ihm aus irgendeinem... Raffaela, das waren Ihre 10 Minuten mit der Arabella. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Super bis jetzt. War wirklich fabelhaft. Das freut mich. Sind alle Fragen geklärt oder wollen Sie kostenpflichtig weiter telefonieren? Wie viel wäre kostenpflichtig? Sie kommen aus der Schweiz, richtig? Ja. Das sind dann 2,5 Schweizer Franken. Oh nein, dann ist es für den Moment okay so. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und wenn Sie nochmal auf unserer Internetseite sind, da haben Sie ja bestimmt unsere Berater gesehen. Perfekt. Da würde die Arabella sich freuen, wenn Sie ihr eine Bewertung abgeben. Absolut, mache ich. Vielen Dank. Alles klar. Gerne. Tschüss. Schönen Tag. Ebenso. 2,50 Franken bezahle ich bestimmt nicht. Ich habe absolut keine Frage gestellt, die ich stellen wollte. Aber Bitch, wie konnte sie vom März wissen? Oh mein Gott, kommt Ruhehexerei? Karterei, Astrologielerei. Huh? Ich falle gerade am Boden. What the fuck? Ich bin schockiert. Entweder sie haben in dieser halben Stunde das Internet durchgeschaut, Raffaella Zollo, und dann sie haben rausgefunden, aha, sie war dort, sie macht genau das. Und im März hat sie diesen Flirt gehabt und dann sie haben mich dabei gehabt, das wäre Karesi, gute Research Team, gute Drama Channel, we love it. Und zweites, die Karten haben erraten, ne? What the fuck? Wie konnte sie wissen, dass da irgendwas gewesen ist? Vor allem, wie sie das beschrieben hat. Ja, es tut mir leid, dass ich eure Fragen gar nicht beantworten konnte. Aber die Queen hat es voll im Griff gehabt. Sie war eine gute Kartenleserin, aber 2,50 Franken der Minute. Baba. Not on my watch. Wenn du weitere Nervenzusammenbrüche live erleben möchtest, dann abonniere dich, schalte die Glocke ein, like, kommentiere, überweise mir auch, wenn es geht, ein paar tausend Franken oder Millionen, wenn du es übrig hast. Und Mama freut sich. Ich gehe jetzt und bis zum nächsten Mal. I am gut.